Er ist jetzt die Möglichkeit und das erste Tor. Das Tor war leer. Dreimal, wie gesagt, konnten sie gewinnen. Jetzt haben wir den Anschlusstreffer. Da haben wir wohl die Vorentscheidung. Das 3:1. Jetzt nochmal der Anschluss. Drei Spielern gegen zwei. Ball in die Mitte. Klasse umgedreht. Klasse Tor. Und das sieht jetzt gut aus, weil Kapitän Tim Schliemann erhöht auf 2:0. Und das 3:0. Guter Abschlussversuch jetzt gegen die Bande. Abpraller ist wichtig, wach zu sein. Roter Mund verfolgt seinen Gegenspieler und kommt nicht mehr ran. Treffer. Hier das 0:3. Aber auch die Leipziger mit einer starken Vorrunde und einem starken Tor. Koko jetzt mit dem Ball. Klasse verladen und wunderschönes Tor. Moritz Reuter dabei. Dabei beim 3:0 ist jetzt Leipzig. Und auch hier ist auf beide Verlass. Nächste Pech und jetzt ist der Bann noch gebrochen, ist der Ball im Tor. Klasse rumgespielt und den Netz ein und ich hab's noch gesagt, Ben Bobzien. Was für ein Tor! Was für ein Tor! Klasse gemacht! Spiel über die Bande! Und Treffer! Simpel. Klasse reingelegt! Wunderbares Tor! Afani Buraima. Richtig auffällig gestern mit der Vorlage für den Torschützen Colin Noah. Kleine Bekel. Aber Marta spielt über die Bande. Wunderbar gemacht, Marta. Das ist nochmal Marta. Super Ballverarbeitung. Diese Mitnahme gerade. Diese Mitnahme. Ein Traum. BVB hier in guter Frühform. 5:0. Klasse gemacht. Der Abschluss. Wunderbares Tor, Volley abgezogen. Nächste Möglichkeit für die Kölner, frei zum Abschluss. Der stärkste Bremer gestern, das darf man glaube ich so sagen. Und trifft jetzt in Unterzahl. Bei den Kölnern eine Menge Platz, da ist Cissé. Und da trifft er. Wunderbar gemacht. 4:1. So, klasse rübergespielt. Das war wohl die Entscheidung. Pierre Nachombe. Nochmal die Möglichkeit. Für die Bremer, klasse der Lupfer. Was für ein Tor aus ganz spitzem Winkel. Super gespielt und dann, wenn nicht im ersten Versuch, dann hat im zweiten. Klasse Tor. Also beide hauen sich nochmal richtig rein. Büschkens jetzt aber. Ben Büschkens. Wie gesagt, gleich noch ein 9-Meter-Schießen zwischen Köln und Stuttgart. Tor war leer.